Es wird bald dunkel. Seid ihr bereit? Ja, es ist wirklich ein perfekter Tag, um im Wald spazieren zu gehen. Und wir können lernen, die Vögel und Blumen, die wir sehen, zu unterscheiden. Na sowas, schaut mal, wie viele Blumen. Die sind wunderschön. Ich kenne sie alle. Das ist ein Gänseblümchen, das ist eine Rose. Und das ist eine Sonnenblume. Hoshi, was ist los mit dir, Lala? Bist du erkältet? Nein, meine Nase juckt. Hallo, was macht ihr? Hoshi, ich glaube, von den Blumen muss sie niesen. Oje, geht es dir gut? Hoshi, jetzt bleibe ich für immer so. Übertreib nicht. Zu Hause habe ich ein Fläschchen mit Medizin dagegen. Soll ich es dir bringen? Aber du brauchst sicher sehr lange. Oder? Ach was, mit dem Auto brauche ich nur eine Sekunde. Ich hole die Medizin und kehre blitzschnell zurück. Keine Sorge, bestimmt kommt sie gleich. Ich hoffe, sie braucht nicht mehr lange, denn Lalas Nase ist schon rot wie eine Tomate. Hier bin ich. Wenn du das trinkst, geht es dir sofort besser. Vielen Dank, Fancy. Bestimmt wird Lala wieder gesund. Gern geschehen. Wenn ihr noch etwas braucht, kann ich es mit Vollgas mit meinem Auto holen. Oh nein, es sind keine Tränen mehr im Tank. Vielen Dank, Fancy. Du hast mich geheilt. Lala, deine magische Träne hat Auto wieder in Gang gesetzt. Jetzt kannst du wieder Vollgas geben. Ich bin so glücklich und alles riecht so gut. Hatschi! Oh nein, nicht schon wieder. Hatschi! Wie stark es regnet. Sieht so aus, als könnten wir nicht im Garten spielen. Ich wollte ein Konzert im Freien geben, aber bei diesem Unwetter werden wir klatschnass. Es ist besser, wenn wir im Haus bleiben, bis es aufhört zu regnen. Wenn ihr möchtet, kann ich uns Cupcakes zum Tee machen. Ja, du bist die Beste, Conny. Danke, Lala, dass du mir hilfst, die Cupcakes zu backen. Bei dir wäre die immer so lecker. So, jetzt müssen wir nur noch alles zusammenmischen und in den Ofen schieben. Super! Sobald die Cupcakes fertig sind, können wir im Wohnzimmer einen Film schauen. Oh, es hat so stark gedonnert, dass der Strom ausgefallen ist. Jetzt können wir keinen Film schauen. Und auch keine Cupcakes im Ofen backen. Was sollen wir tun? Ist hier auch der Strom ausgefallen? Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst. Keine Sorge, Dottie. Es ist nur ein Gewitter. Oh, was für ein Schreck. Ich hoffe, der Strom kommt bald zurück. Ich glaube, habe ich auch Angst. Macht euch keine Sorgen. Ich kümmere mich darum. Schaut mal, hier oben auf dem Dachboden ist der Schalter, mit dem der Strom für das ganze Haus eingeschaltet wird. Es scheint, als würde er nicht funktionieren. Bestimmt hat ihn der Blitz zerstört. Stimmt? Wie unheimlich. Ich glaube, er ist nicht kaputt. Vielleicht kommt der Strom zurück, wenn wir den Schalter umlegen. Der Schalter klemmt. Könnt ihr mir helfen? Los, wir müssen alle gleichzeitig ziehen. 1, 2 und 3. Jetzt! Toll, Nala. Du bist so mutig. Ohne euch hätte ich es nie geschafft. Ein
tolles Kino. Jetzt hab ich keine Angst mehr vor dem Weg. Super, jetzt kann der Film losgehen. Wartet einen Moment. Die Cupcakes sind fertig. Wollt ihr welche? Aus der Kiste. Sie ist leer. Es gibt keine Verzierungen mehr. Was? Aber es gab doch ganz viele, oder? Na sowas. Wie schön mein Zimmer jetzt aussieht. Natürlich ist es so hübsch, weil ich die ganzen Verzierungen angebracht habe, die ich im Wohnzimmer gefunden habe. Naja, es fehlt noch ein kleines Detail. Mal sehen. So, fertig. Jetzt ist das wirklich das beste Zimmer der ganzen Welt. Juhu! Kann ich euch helfen, weiter zu dekorieren? Wir würden ja gerne weitermachen, aber die Verzierungen sind verschwunden. Und wir wissen nicht, wo sie sind. Weißt du etwas? Ich? Nein, keine Ahnung. Naja, wenn Lady von nichts weiß und sie im Wohnzimmer nicht sind, sollten wir am besten im Garten nachsehen. Los! Nur Bäume und Gras. Keine Spur von den Verzierungen. Ach Mensch, ich habe keine Lust mehr zu suchen. Und ich bin müde. Könnten wir ein Nickerchen machen? Aber was wird aus unserer Feier? Vielleicht sollten wir lieber etwas anderes machen. Ohne die Verzierungen ist es nicht dasselbe. Och Mann, ich habe mich so darauf gefreut, Cupcakes für alle zu backen. Na ja, Conny, mach dir keine Sorgen. Du kannst sie ein andermal backen. Ich muss euch etwas sagen. Ich habe die Verzierungen genommen. Was? Warum hast du sie genommen? Ich wollte mein Zimmer dekorieren. Und warum hast du nichts gesagt? Ich habe mich geschämt. Tut mir leid. Mach doch nichts, Lady. Wir können uns alles erzählen, weil wir Freundinnen sind. Ihr habt recht. Danke, dass ihr mich daran erinnert. Wow, das sieht wunderschön aus. Die Cupcakes sind fertig. Jetzt ist es wirklich die beste Valentinstagsfeier der Welt. Versteckt. Wie aufregend! Ich will sie alle finden! Los! Nanu, ich habe etwas gefunden, aber es ist kein Ei. Das ist die Schale. Was ist passiert? Ich weiß nicht, aber jemand hat es gegessen. Schaut mal, hier ist eine Spur aus Eierschalen.
mit den Eiern passiert? Sie sind kaputt. Na ja. Oh, was ist passiert? Ich habe die Eier gesucht und plötzlich tauchte eine Gruppe Tiere aus dem Wald auf. Und? Was wollten sie? Sie haben nach Nahrung für ihre Jungen gesucht. Also habe ich ihnen die Eier geschenkt. Oh, hier sind tatsächlich überall Spuren. Und was wollen wir jetzt essen? Wir könnten uns die Eier teilen, die übrig sind. Stimmt, ein paar haben wir noch nicht gefunden. Sicher? Das macht euch nichts aus? Natürlich nicht. Lady, du bist sehr großzügig. Du bist die Beste. Alle Eier sind wieder aufgetaucht. Und ganz viele andere Osterleckereien. Oh, aus dem Kamin kommen magische Blubberblasen. Ich liebe es zu zelten. Die Zelte sind jetzt aufgebaut. Sollen wir jetzt etwas spielen? Ah ja, ich habe ganz vergessen. Ich habe eine Schnitzeljagd vorbereitet. Eine was? Ein Abenteuer. Ihr müsst Hinweise befolgen, um einen Schatz zu finden. Wow, ein Schatz. Na los. Ui, und die goldene Schleife, die setze ich mir gleich auf. Wie hübsch. Jetzt sind wir dem Schatz ein Stückchen näher. Mal sehen. Hier ist etwas. Nanu, ein kranker Vogel? Ich mache ihn wieder gesund. Ich glaube, Dottie hat einen neuen Hinweis gefunden. Stimmt's, Dottie? Dottie, sie ist verschwunden. War sie nicht bei dir? Nein, ich dachte, sie wäre bei dir. Dottie? Dottie, wo bist du? Dottie, wir haben einen Hinweis gefunden. Sie taucht nicht auf. Ob sie sich verlaufen hat? Dottie! Dottie, was für ein Schreck. Wir dachten schon, du hättest dich verlaufen. Ach was, ich habe ein paar Vögel gefunden, die krank sind und ich muss sie verarzten. Dann helfen wir dir. Ja, wir müssen sie alle wieder gesund machen. Was macht ihr? Wir helfen den Vögeln des Waldes. Und was ist mit der Schnitzeljagd? Die habe ich ja ganz vergessen. Wir sind so müde, um die Hinweise zu suchen. Ja, wir sind den ganzen Tag herumgerannt. Naja, macht nichts. Ihr habt diesem Tier sehr geholfen. Ja, jetzt sind alle wieder gesund. Na klar, Dottie, du bist die beste Tierärztin der Welt. Danke. Der Schnitzeljagd. Super! Ich hab solchen Hunger. Und so viele Spielgeräte. Tretet näher, die Zaubershow beginnt.
Ui, schaut euch Lala an. Sie hat sogar den goldenen Schnuller. Wirst du etwas zum Fliegen bringen? Oder ein Kaninchen aus dem Hut ziehen? Oder einen Kartentrick? Nichts dergleichen. Ich werde diesen Ball mit meiner magischen Kiste verschwinden lassen. Abracadabra! Wow, Zauberei! Wo ist der Ball hin? Na ja, ich weiß es nicht. Warte, ich habe eine Idee. Abracadabra! Na sowas! Ich will auch mal! Ich auch! Das brauche ich nicht mehr. Das ist überflüssig. So wird die magische Kiste doch nicht benutzt. Mach doch nichts, Lala. Ja, die Sachen verschwinden. Es ist genial. Aber es ist nicht richtig. Lala, beruhige dich. Es ist alles unter Kontrolle. Ich glaube, ich möchte einen Stuhl verschwinden lassen. Und ich einen Spiegel. Und ich hole einen. Was ist los? Lala braucht Hilfe. Was ist los mit dir, Lala? Ich komme nicht vorbei. Woher kommen all diese Sachen? Das sind die Sachen, die ihr in die magische Kiste gelegt habt. Oh, oh. Sieht so aus, als hätten wir doch nicht alles unter Kontrolle gehabt. Tut mir leid, Lala. Kannst du uns verzeihen? Ja, kein Problem. Wir wussten ja nicht, wo das alles hinführt. Du bist die Beste, Lala. Schaut, alles ist wieder an seinem Platz. Mein Ball! Und ein Bällchenbad. So ein Spaß.